Die ersten Kletterversuche unternimmt die kleine Quitura vorsichtshalber noch auf der Mama. Ist schließlich auch ein deutlich weicherer Untergrund als die harten Steine im Großgehege der Alpensteinböcke. Doch auch die Luchsfamilie im Tierpark Kellerbrunn ist seit Mitte Mai um 2 Mitglieder gewachsen. Wir haben 2 Jungtiere. Gestern haben wir die gefangen und da haben wir gesehen, dass es ein Männchen und ein Weibchen ist. Das Männchen heißt Quinn und das Weibchen heißt Quila. Die sind jetzt 6 Wochen alt, am 10. Mai sind sie geboren. Und wie man sieht, sind sie doch schon ganz gut unterwegs, auch oben auf den Brettern. Ja, sind sehr klein, also sie ist kleiner wie er. Er hat auch 800 Gramm mehr gewogen wie sie. Man kann die zwei eigentlich recht gut dann unterscheiden, auch wenn die beiden nebeneinander sind, auch als Laie. Und er ist auch vom Fell her ein bisschen dunkler. Aber das kann sich natürlich alles ändern, wenn sie größer werden. Dann schauen sie eigentlich schon fast gleich aus. Dann. Ja. Nachwuchs gab es in Hellerbrunn auch vor kurzem bei den Zebras. Die kleine Quadira, die ist am 2.6. auf die Welt gekommen. Und jo, war von Anfang an richtig fit. Ist jetzt das zweite Fohlen von der Juma. Und ja, ist jetzt mit allen Tieren zusammen auf der Anlage, musste auch erstmal die Anlage kennenlernen. Da war sie erstmal eine Zeit lang alleine draußen und dann haben wir Stück für Stück, wir haben ja hier eine gemischte Anlage, Tiergruppe für Tiergruppe dazugelassen, aber das hat wunderbar funktioniert. Getreu der Tradition beginnen die Namen aller Neugeborenen dieses Jahr mit dem Buchstaben Q, bevor es dann nächstes Jahr mit dem im Alphabet folgenden R weitergeht. So auch bei Quilian, dem kleinen Flink-Wallaby. Wir haben bei den Flink-Wallabies seit Mai jetzt ein Jungtier, den Quilian. Und den sieht man jetzt gerade nicht, der versteckt sich. Die legen sich gerne, wenn es so heiß ist, in Schatten, auch wenn die aus Australien kommen. Wobei es da viel wärmer ist als hier, aber die genießen trotzdem dann den Schatten einfach. Und machen quasi Mittagspause zurzeit. Wer will es ihnen auch verübeln, bei warmen 27 Grad in der Sonne. Gerne draußen halten sich hingegen die Emus mit Papa auf, denn der passt auch im Mischgehege gut auf seinen Familienzuwachs auf. Der Hahn kümmert sich da um die Kinder, die Henne, die ist extra gesperrt, weil die sich nicht um die Jungtiere kümmert. Und man muss einfach als Pfleger aufpassen, dass man nicht zwischen Hahn und den Kindern kommt. Ansonsten macht der Hahn das auch alleine. Last but not least ist es auch im Gehege der Morgazellen ein wenig enger geworden. Wir haben hier 4 Jungtiere, die sind jetzt alle nach und nach gekommen, also nicht alle direkt hintereinander, sondern innerhalb jetzt von einem knappen Monat und sind jetzt alle 4 zusammen hier auf der Anlage und bilden schon fast wie so einen kleinen Kindergarten. Also liegen sehr gerne zusammen, stehen gerne zusammen und es ist einfach perfekt, dass nicht nur ein Jungtier da ist, sondern dass wir echt 4 Stück haben. Der Tierpark Kellerbrunn ist an 365 Tagen im Jahr für Besucher geöffnet. Quitura und ihre neuen Mitbewohner freuen sich sicher über jede Menge Besuch. Ha ha.